Stresstest, Regen- und Wasserprobe, Geländetauglichkeit, Fahrverhalten, Handhabung, Hindernisse, Roomtour und Maße. Wie macht sich der Macher Max bei Camper in der Praxis? Oh, es ist gemütlich hier drin. Es ist wirklich so genial. Was taugt der Camper unterwegs? Härtetest, Geländefähigkeit. Wie geländetauglich ist dieser Anhänger? Denn die schönsten Wege, finde ich, sind Feld-, Wald-, Fahrradwege. Wie bewährt sich die Traumbox unter Tourenbedingungen? Warum eigentlich den Fahrradwohnwagen ausführlich testen? Für mich ist es wichtig, seine ganzen Möglichkeiten und Fähigkeiten auszuloten, was alles machbar ist, zu was dieser in der Lage ist und zu erkennen, wo seine Grenzen und seine Schwächen sind, um dann entsprechend zu handeln oder nachzubessern, um die Campingbox noch fitter zu machen. Mein Stresstest und die Ergebnisse sind eine Momentaufnahme, sind erweiterbar. Ergänzungen und Vorschläge deinerseits sind in den Kommentaren herzlich willkommen. Was soll, muss für dich so ein Bikecamper alles können, leisten, bieten? Fahrverhalten. Wie verhält sich der Anhänger bei Kurvenfahrten? Fängt er an, sich aufzuschaukeln? Der Anhänger ist sehr spurgeträuft, der läuft sehr schön hinterher. Bei Hubbeln sind manchmal dumpfe Geräusche zu hören durch den großen Resonanzkörper, aber das ist auch im angenehmen Bereich. Wenn da was klappert, ist es nur die Beladung, Campingzubehör und so weiter. Aber wenn man das gut packt, dann ist das alles ganz ruhig und so fährt er sich sehr angenehm. Der Anhänger klappert kaum, auch auf Feldwegen, holprigen Wegen. Er schaukelt sich nicht auf, auch nicht bei schnelleren Fahrten. Ich bin schon bis zu 40 km/h damit gefahren. Er läuft ganz ruhig hinterher. Querfeld einfahren geht ganz easy mit dem Anhänger, zum Beispiel über Wiesen. Sperren, Hindernisse, Treppen und Pfade. Solche U-Bügel-Schikanen sind dank des Klappfahrradwohnwagens gut zu überwinden mit dem kleinen Trick, indem man den Anhänger einfach abhängt und unten drunter durchschiebt. Das gleiche gilt natürlich auch bei Schranken. Das wäre sonst ein unüberwindbares Hindernis für einen fest aufgebauten Fahrradwohnwagen. Zur Not kann man den Fahrradwohnwagen auch noch dank seines akzeptablen Gewichtes zu zweit über so ein Hindernis drüber tragen. So klappt es. Auch wenn ich jetzt überbilligt bin oder so, jetzt teste ich mal, wie komme ich diese Boller durch. Prima. Wie komme ich über ein Hindernis, zum Beispiel über einen umgefallenen Baum, der über den Weg liegt? Manchmal tauchen unerwartete Treppen auf so einer Tour und die sind auch mit dem Anhänger gut überwindbar. Der flache Bike-Caravan eignet sich auch bestens, auf schmalen Pfaden zu fahren. Gerade wenn Äste oder schräge Bäume in den Weg reinragen, kommt man dort spielend leicht drunter durch. Ein Offroad-fähiger Klappwohnwagen wie dieser bietet mir mehr Möglichkeiten und Freiheiten bei der Wahl meiner Streckenplanung. Hindernisse sind überwindbarer durch sein akzeptables Gewicht und seine geringe Höhe während der Fahrt. Und mit diesen Eigenschaften entspricht der Campinganhänger meinem Wunsch, meinem Bedürfnis, der Natur nahe zu sein, unterwegs zu sein, wo es schön ist. Auf Feld, Wald, Fahrradwegen, kleine Straßen, abseits belebter Verkehrsadern, um so an Orte zu gelangen, zum Campen und zum Schlafen, welche traumhaft sind. Wendigkeit, Wenderadius, Endlinge.
kinderleicht zu bedienen. Wasserdurchfahrt, Watttiefe. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass ein Bach meinen Weg quert. Und darum habe ich getestet, wie man mit dem Anhänger auch durch so ein Gewässer durchfahren kann. Eigentlich wollte ich ja einen Regendichtigkeitstest machen und jetzt hat es hier über Nacht geschneit und so ist es jetzt eher ein Kälte-Schneetest geworden. Am 7. April 2021 schneit es hier noch, ist auch recht kalt. Ist auch ganz gut mal das Verhalten hier bei Schnee zu sehen von der Box, denn dieses Schmelzwasser, das dringt ganz gerne auch in Ritzen ein. Und diese Dachhaube hier, die hatte ich ja schon mal in einem Dreambox Kofferanhänger eingebaut und da hat es tatsächlich bei der Fahrt reingeschneit. Daraufhin habe ich die wieder ausgebaut und gegen eine größere ersetzt und jetzt habe ich das hier eingebaut mit der Annahme, es wird eh nie schneien, aber jetzt hier April hat es geschneit und jetzt werde ich mal schauen, wie dicht der Anhänger innen drin ist bei Schnee. Mal hier öffnen. So, hier kommt dann der Mückenschutz zum Vorschein. Also hier auf der Luftmatratze kann ich keine Tropfen erkennen. Und hier oben die Dachhaube scheint auch trocken zu sein. Ja, cool. Schon mal den Schneetest überstanden. Die Bike Dreambox. Und sobald es mal regnet, werde ich natürlich auch hier den Regendichtigkeitstest nachholen. Die Box stand jetzt die ganze Nacht bei starkem Regen draußen. Jetzt möchte ich einfach mal schauen hier, wie dicht sind denn die Taschen hier unten drunter. Wir haben ja nach oben hin keinen Deckel. Tropft hier sozusagen Wasser rein. Ist hier was nass. Da sogar heute Morgen Schneeregen. Das ist nass, weil hier der Wasserfilter drin ist. Hier sind die Stützen drin. Also hier ist ein bisschen feucht. Unklar woher. So, jetzt schaue ich mal hier unten. Da war es nass geworden. Campinghocker drin. Der kleine Tisch. Und hier sind die Zügel drin. Die Brot trocken da innen drin. Also da kommt kein Regen rein. Das scheint hier drunter dicht zu sein. Und von der Seite hier kommt nichts herein. Ich kann hier die Frieme hier reinzukriegen. Aber es geht rein. Und fällt es auch nicht so schnell raus.
Ja, die Frage ist jetzt, wie sieht es hier drin aus in der Box? Ist diese Haube hier dicht? Oder regnet es da so rein bei Starkregen, was heute Nacht der Fall war? Ich werde es natürlich auch im aufgeklappten Zustand testen, was die, wie dicht die Plane hält. Jetzt schauen wir mal, wie dicht das Ganze hier drin ist. Also hier unter der Dachhaube ist es auch ganz trocken. Also auch hier oben an der Decke keine Feuchtigkeit. Super, den Regentest bestanden im zusammengeklappten Zustand. Hier sind noch Sachen von meiner Campingtour drin. Also man hat wirklich viel Stauraum hier am Fußende. Kann da durchaus Kleider, Rucksack und alles Mögliche noch lagern beim Schlafen. Geht super. Hinter mir steht meine Schlafbox und der stand jetzt hier zwei Nächte bei Aprilwetter hier mit Regen, Schneeregen, allem drum und dran draußen. Und jetzt will ich einfach mal schauen, wie sieht es innen drin aus, ist er noch dicht geblieben. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Ist hier irgendwas Nasses zu erkennen? Wie sieht es hier oben an der Decke aus? Jetzt wird es spannend unter der Matratze. Hier habe ich noch eine zusätzliche Isomatte, damit diese Stege hier ein bisschen abgepuffert werden. Also ich kann hier nirgendwo Wasser erkennen. Super! Vorsichtshalber habe ich in jedes Bodensegment Löcher reingebohrt. Hier hat sich hier irgendwo Wasser gestaut. Nein. Da alles total trocken. Super genial. Das freut mich jetzt hier. Meine Box ist dicht. Hier hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass es hier in den Falten, in diesen Taschen sich staut und dann reinfließt. Habe ich jetzt aber nicht gemerkt. Einzige, wo es ein bisschen Wasser war, ist jetzt hier. Aber da habe ich ja mit diesem Zeltnahtdichter gearbeitet. Das ist ganz dicht, die Naht, sonst wäre ja innen Wasser. Hier steht ein bisschen Wasser außen, aber innen überhaupt nichts. Ist natürlich beim Zusammenfalten vielleicht wichtig, das vorher abzutrocknen. Ja, cool. Gehen wir mal hier rum. Hier ist ein bisschen der Kleber abgegangen. Ist wohl dieses Panzertape doch nicht so gut halten an der Zeltplane, aber nirgendwo ist Wasser reingelaufen. Test bestanden, super cool. Böschungsrampen, Kippwinkel und Steigungen auf- und abfahren. Wie leicht oder schwer geht es mit dem Anhänger, Berge rauf und runter zu fahren? Wie ist es auf losem Untergrund, im Sand zum Beispiel, zu fahren? Wo liegen die Grenzen beim Böschungs- oder Rampenwinkel? Wann kippt der Anhänger um? All die Sachen möchte ich hier untersuchen und ausprobieren. Hier will ich jetzt mal den Kippwinkel von der Toonbox ausprobieren, wann sie kippt. Das ist für mich durchaus relevant. Ich möchte auch mal solche Geländestrecken oder Waldwege fahren und da kommt es auch zu Schrägen. Da möchte ich einfach mal jetzt testen, ab wann der Anhänger umkippen würde. Ich simuliere das jetzt hier mal, stelle ihn auf die Seite und dann habe ich hier, hier wird er kommen, hier kippt er. Ich habe jetzt keine Beladung unten drin. Beladen mit den Taschen wäre natürlich der Kipppunkt später, da der Schwerpunkt ja nach unten sinkt, wenn die Taschen beladen sind. Aber ich habe es extra mal als ganz leer gemessen.
Und wo kann ich das jetzt messen? 50 Grad von Null. Das wären also 40. Genau, 40. Bei 40 Grad. Ich messe jetzt mal hier die gute Kiste, wie groß die ist, von der Breite, Länge, Höhe und so weiter, im zusammengeklappten Zustand und im aufgeklappten Zustand auch mal innen drin, dass ihr mal mitkriegt, wie so das Raumempfinden, Raumgefühl auch innen drin sich anfühlt. Also breit, die breiteste Stelle von der Box ist ungefähr, ich kann es nur fluchten, 75. Und hier bei dem Anhänger sind es ja 86 cm. Die Höhe ist jetzt hier ungefähr 88, mit der Dachhaube so 92 cm. Die Länge ohne Deichsel und mit Deichsel. So, da fängt es ungefähr an. Zwei Meter vierzig ohne Deichsel. 2,95 Meter mit Deichsel. Jetzt messe ich mal die Gesamthöhe aufgeklappt. Damals eine Höhe von 1,75. Die Dachhaube ist jetzt nicht mehr höher. Jetzt ist das hier der höchste Punkt. Breite, Länge bleibt alles das gleiche. Jetzt messe ich mal hier drin, wie groß die Dimensionen sind hier und zeige dir, wie hier innen drin so das Raumgefühl ist. Das wirkt nicht viel größer hier innen, als es von außen so aussieht. Jetzt messe ich erstmal die Breite. Dafür brauche ich jetzt 2 Zoll Stöcke, um das hier so messen zu können. Die Box verjüngt sich nach hinten und nach vorne. Das will ich mal jetzt hier grob messen. Also hier hinten habe ich dann noch innen drin 67. Also das sind ungefähr 74 cm. 64. 64 Breite, das ist noch am Fußende. Das war jetzt die Breite. Jetzt kommt mal die Länge. Da haben wir die Gesamtlänge hier innen drin. Ich mache hier mal einen Meter von dem Holzbrett bis ganz nach hinten 2,26 Meter. Da haben wir eben gut am Fußende noch Stauraum für Rucksäcke, für Kleidung, für alles Mögliche. Jetzt messe ich die Höhe hier drin. Wie ihr seht, habe ich hier noch einiges an Luft über mir. Es war mir ja ganz wichtig, dass ich hier aufrecht sitzen kann. Schauen wir mal. Das ist jetzt gemessen von der Matratze bis zum höchsten Punkt sind es 1,20 Meter. Also da, wo die Isomatte aufhört, sind es immerhin noch 40 cm. Also genügend Spielraum, Platz für die Füße, um auch noch was zu bewegen. Ja, ihr seht es hier vielleicht, hier ist wirklich sehr viel Raum um mich herum, über mir und auch hier, also das Raumempfinden hier in der Box ist doch viel größer, als es von außen aussieht. Ich kann mich hier rumdrehen, ich kann mich hier sogar hinknien, habe immer noch viel Luft über mir oder andersrum kann ich hier auch drin liegen. Also hier ist wirklich viel, viel Platz. Es ist leider für eine Person geeignet nur. Schön wäre es auch mit Kind hier halt drin zu schlafen. Ich habe schon überlegt, noch eine zweite Ebene hier irgendwie, aber das wird dann doch ein bisschen zu eng hier. Ich kann mich hier auch anlehnen an das Brett. Das wollte ich noch demonstrieren. Ich kann jetzt hier, die Wand geht ja so schräg hoch, das heißt eigentlich im Gegensatz der normalen Lehnenschräge. Das ist sehr ungemütlich so. Aber ich kann hier mit meinem Schlafsack das hier auspolstern. Und dann kann ich hier durchaus mich jetzt bequem hier anlehnen. Und an der Decke habe ich mir überlegt, mit Klettklebeband so mein kleines Tablet hinzukletten. Dann könnte ich hier auch wunderbaren Film angucken. Oder einfach hier bei schlechtem Wetter hier
drin sitzen, rausschauen. Dann habe ich ja hier auch meinen Regen-Sonnenschutzsegel aufgebaut. Kann man durchaus hier auch bei Regen ganz gut ausharren. Aber das ist ja auch gar nicht angedacht von mir, dass ich jetzt ewig lange hier im Regen unterwegs bin. Ist einfach meine Touren und plane ich natürlich bei schönerem Wetter. Also was soll ich da tagelang bei Regen unterwegs sein? Darauf habe ich keinen Bock. Ist herrlich gemütlich hier drin. Ich habe hier wirklich einen groß genug wettergeschützten Raum um mich rum. Und das war ja auch mein Ziel, komfortabel schlafen. Geschützt genug, aber so nah wie möglich an der Natur dran und so einfach wie möglich, ohne große Technik, die auch wieder nur unnötig wiegt und das Ganze schwerer macht und komplizierter. Ganz schlicht und einfach und leicht einfach unterwegs zu sein, das ist für mich das volle Fahrradwohnanhängervergnügen. Ja, und bei der ersten Übernachtung hat sich hier auch kaum Kondenswasser gebildet, geschweige denn irgendwie runtergetropft. Draußen waren ungefähr 7 Grad und ich habe ja auch überhaupt nicht geheizt hier drin. Ich habe auch keine Heizung oder Wärmflasche. Ich habe hier so einen dickeren Schlafsack. Den hatte ich offen nach unten hin. Das war eigentlich warm genug, da habe ich gar nicht zugemacht. Das Einzige, was ein bisschen kalt war, habe ich gemerkt, ist diese Luftmatratze. Die isoliert eigentlich so gut wie gar nicht von unten. Deswegen habe ich die jetzt auch ausgetauscht gegen eine Isomatte, damit ich einfach auch mehr Wärme von unten habe, weil ich mag das gar nicht so zugeschnürt in einem Schlafsack liegen, lieber offen. Das ist quasi wie ein Ein-Mann-Frau-Zelt. Du hast genügend Platz, Raum um dich herum und es isoliert ein bisschen dadurch, dass deine Körperabwärme nicht entweichen kann und kein Wind hier durchpfeift, wenn du alles zu hast. Und das ist eigentlich völlig ausreichend, sage ich mal, bis Temperaturen von 0 Grad rum traue ich mir zu, hier ohne Heizung mit dem Fahrradwohnwagen unterwegs zu sein. Es ist jetzt auch eher ein 3-Jahreszeiten-Wohnwagen und kein Winter-Campingwagen. Also da habe ich eh keine Lust, bei so einer Kälte unterwegs zu sein. Und deswegen reicht es hier völlig. Ich brauche hier keine Isolierung. Jetzt zeige ich euch auch, wie ich hier drin liegen kann. Hier kann man mich auch gut auf der Seite liegen und natürlich auch ganz ausgestreckt. Da gibt es genügend Platz für die Beine. Sehr entspannend hier drin. Schönes Raumgefühl. Groß genug auf jeden Fall, um gut zu schlafen, schön zu träumen. Auch die Luftzirkulation ist gut. Wenn ich möchte, kann ich ja hier oben Dachluke aufmachen für mehr Belüftung. Ganz einfach schnapp, schnapp auf und dann zirkuliert hier gleich viel mehr Luft hier durch. Und hier das Moskitonetz. Einfach gehalten, aber funktioniert. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wenn ich hier auf der Seite liege. Hier sieht man es vielleicht, dass ich durchaus gut auf der Seite liegen kann. Die Knie angewinkelt, sogar immer noch genügend Breite. Und umdrehen geht natürlich nicht rumrollen, sondern auf der Stelle. Kann hier wirklich die Beine ganz anwinkeln und ausgestreckt. Und nach oben hin habe ich hier genügend Platz für die Füße und nach unten so oder so auch noch 40 cm oder so, 30 cm bei meiner Körpergröße Luft und Raum für Gepäck und Sachen, die einfach hier nachts drin liegen sollen. Oh, es ist gemütlich hier drin. Es ist wirklich so genial. Ich freue mich schon auf die nächste Übernachtung. Die wird wahrscheinlich auf dem Berg sein. Der Berg ruft und dort einfach mein Abenteuer erleben. So, jetzt möchte ich das Ganze hier mal wiegen. Ich habe hier so eine antiquierte Alexanderwerk-Waage. Bisschen eingestaubt. Ich weiß nicht, ob ich so wiegen kann, aber ich kenne es von Caravans, dass man einfach die einzelnen Reifen wiegt und dann hat man das Gewicht vom Ganzen. Gut. Also die Waage zeigt jetzt hier etwas, ich würde sagen 21 Kilo. Ich habe das jetzt auch mit Schlafsack und den ganzen Sachen Isomatte beladen. Hier nochmal drauf gestellt. Also wenn ich die jetzt nach meiner Theorie addiere, die zwei Werte, jeder hat ja die Hälfte oder Gleiches und sie Gleiches. So, was zeigt hier die Waage? Auch ungefähr 21 Kilo, also es scheint
ganz austariert zu sein. Ja, also wird der Anhänger jetzt so 42 Kilo mit Schlafsack und Isomatte und den Stützen und noch so mein Survival-Kit wiegen. Also wie vermutet, um die 40 Kilo oder knapp drunter wiegt hier mein Fahrrad-Wohnanhänger Dreambox. Super, dann komme ich ja hin mit dem Zielgewicht. Aufs Wiederschauen im nächsten Video. Herzlichen Dank an dich fürs Zuschauen.